Ah, ich schau mal wieder raus. Ja, schon langsam zu sehen. Da hinten hüppelt irgendwas. Das ist auf jeden Fall ein Creeper. Das ist also so ein Sprengwurm, von dem ich vorhin erzählt habe. Das ist schon. Da sind sogar vielleicht sogar mehrere. Wenn ich richtig. Und eine Menge Kühe. Die Kühe tun uns natürlich nichts. Ich weiß noch, in meinem ersten Minecraft-Tag hab ich total Angst vor den Kühen gehabt. Als ich kam, hüppelte die gerade rum und da habe ich gedacht, nee, was hat denn, die greift mich an, das ist so wie so eine Killerkuh oder sowas. Ja, aber ist natürlich Quatsch so. Was ich jetzt allerdings mache, ja, da kommt er schon. Ich lock mir mal hier so einen Creeper an. Ich hoffe mal, es geht gut. Ich will doch mal zeigen, was passiert, wenn diese Viecher explodieren. Das ist aber jetzt aber wirklich. Ach, komm her. Sollte man jetzt nicht unbedingt machen. Ja. Okay, das ist es gewesen. Ja. Oh, nicht schlecht. Also kann man sich vorstellen, was hier passiert, wenn man also zu nah an dem Creeper dran steht. Ja, der hinterlässt doch ein ganz schönes Riesenloch und das ist auch ganz klar, wenn man direkt neben steht, ohne Rüstung und ohne alles, dann ist mir sofort nach einer Explosion auch hin. Ne? Man muss da mindestens ein paar Meter Abstand haben. Wie man sieht, bin ich auch verletzt worden bei der Aktion. Also ich habe anderthalb Herzchen verloren. Ist nicht so schlimm, ich habe jetzt gerade mal ein Schwein geschlachtet aus Schweinekoteletts. Die kann ich essen und ich kann sie auch braten, dann bringen sie noch mehr Lebenspunkte wieder zurück. Ja, ich kann mich dadurch wieder heilen. Das ist eine ganz normale Herangehensweise wie in allen möglichen Computerspielen. Man stärkt sich halt mit der Nahrung wieder. Hier mal zeigen eben, was man sich noch bauen kann, ganz praktisch am Anfang auch. Ist so eine Kiste zu bauen, wenn das eigene Inventar, was man dabei sich trägt, einfach schon zu voll würde oder zu unübersichtlich. Oder man zu viele wertvolle Sachen dabei hat, die man einfach durch einen Unfall oder durch einen Mord irgendwie gar nicht verlieren will. Dann packt man die einfach alle in so eine Kiste rein, die an einem sicheren Ort steht. Man sollte eigentlich an den Kisten bauen, sollte man gar nicht sparen. Man sollte tausende von Kisten bauen am besten. Ich gucke mich jetzt natürlich vorsichtig um. Mit den Monstern ist die Sache auch die, dass Creeper und Riesenspinnen bei Tageslicht nicht einfach verschwinden. Das passiert nur bei Skeletten und bei Zombies. Die können natürlich Licht überhaupt nicht ab und verbrennen dann im Sonnenschein. Und das machen Creeper und Riesenspinnen allerdings nicht. Die bleiben einfach noch eine Weile lebendig. Hier ist eine schöne Riesenspinne. Ja, da schreien jetzt natürlich einige: Oh, Hilfe! Na, aber wie man sieht, die tut einem überhaupt nichts. Ja, und das liegt nämlich daran, dass Spinnen tagsüber friedlich sind. Das finde ich eigentlich eine schöne Sache. Ja, solange die eigentlich schon nachts auf dem Kicker hat und angefangen hat zu jagen. Ja, jetzt hau ich sie natürlich mal und ich bin heute mutig, ich weiß auch nicht. Ja, man darf sie natürlich nicht angreifen, dann wird sie auch wieder bösartig und greift zurück an, wie das so ist. Ja. So. Hier sieht man auch sehr schön, dass es auch verschiedene Landschaftsarten in Minecraft gibt. Dass man wirklich. Hier, jetzt haben wir jetzt so ein schönes so ein Wüstengelände mit ein bisschen Wasser durchzogen, was ja in der Natur sehr selten ist. Aber das sorgt für viel Abwechslung. Es gibt auch noch andere. Es gibt ganze Schneegebiete. Es gibt, Skigebiete hätte ich fast schon gesagt. Ja, Schnee gibt's und Schnee. Und was gibt's denn noch hier? So Tundra und hier solche halb winterlichen Gegenden. Also ich sag mal Sibirien. Ja, und es gibt auch dichte Dschungelgelände, wo das Gebüsch bis auf den Boden reicht. Ich habe da vorne eine Höhle entdeckt. Man sollte natürlich bei Minecraft immer dran denken, es geht auch ums Höhlenerforschen. Höhlen sind oft ein guter Weg bis in die Tiefe der Erde, wo ja, wie ich vorhin ja schon erzählte, hier unheimlich tolle Ressourcen lauern, hätte ich fast gesagt. Denn bei der Dunkelheit fällt mir ein, im Dunkeln können hier auch natürlich immer noch, auch bei Tage, Monster in den Höhlen lauern. Das ist sogar normalerweise so. Also eigentlich so die Regel, dass man in solchen Höhlen überrascht wird. Die brauchen nur nachts irgendwo mal in diese Höhle reinzulaufen und bleiben dann da einfach drin. Ja, weil es da ja schön dunkel ist.
Oder tatsächlich spawnen sie natürlich auch da unten in den Höhlen. Ja, es gibt ganze Höhlen, ich weiß nicht, die haben überhaupt keinen Zugang von außen, sind voll mit Monstern. Da ist jetzt so gebrannter oder hier verarbeiteter Sandstein schon. Das habe ich in der Natur noch nie gesehen. Also normalerweise ist das etwas, was man sich selber herstellt aus Sand. Gut, aber ist halt so, ne? Können wir jetzt auch nichts machen. Können wir hier nochmal langlaufen. Wunderschöne Gegend angucken. Da oben höppelt wieder eine Kuh. Ja, es ist einfach so, hier wäre vielleicht ein schöner Platz, um sich aus Stein so eine kleine Burg zu bauen. Da hätte man doch auf so einem Hügel, das ist ja so richtig, wie sich das gehört. Eine Burg gehört ja auf dem Hügel. Ne, das wäre natürlich der nächste Schritt, so dass man aus seiner komischen, aus seinem Verschlachter im Berg. Ach, was habe ich ein Glück. Da muss ich mal runter. Da sehe ich was Schönes. Dass man halt aus seiner Berghöhle rauskommt und sich eine schöne Burg mal baut. Hier sehe ich im Wasser gerade was. Ach, da freue ich mich immer, wenn ich die sehe. Das sind die Tintenfische. Guck mal, die sind so hübsch. Ja, und auch wenn der hier gerade so ankommt, der will nur spielen. Ne? Der tut mir nichts. Die Tintenfische sind zahm. Die sind so, wie Kühe. Nur muss man sich vorstellen, noch ein bisschen dümmer. Also den kann ich jetzt hier mit zwei Schlägen töten und ja, er schenkt mir dafür dann seine beiden Tintendrüsen oder was auch immer. Die brauche ich dann hauptsächlich wieder, um Wolle zu färben. Ich kann dann mit schwarzer Wolle herstellen. Machen wir später alles mal. So, gucken uns das genauer an. Hier sehe ich noch mehr Tintenfische. Ich freue mich da immer wirklich drüber. Das ist immer sehr schön. So. Den lasse ich aber jetzt in Ruhe. Ja, also normalerweise ist das nicht so. Wenn man ist eigentlich darauf hinterher, wirklich Ressourcen ohne Ende zu sammeln. Und gerade am Anfang erstmal nichts liegen zu lassen. Das kann man alles unheimlich schnell gebrauchen. Und vor allem ist es immer ärgerlich, wenn man irgendwie was liegen gelassen hat und man stellt dann später einen Kilometer weiter entfernt fest. Oh Mensch, ich brauche das unbedingt gerade mal. Ne? Deswegen. Ja, aber es gehört eben auch so ein bisschen zu Minecraft dazu. Ich werde jetzt hier mal da hinten. Da stehen Kühe, mehrere. Ja, die Kühe kann ich natürlich auch. Ne, umhauen. Muss ich nicht. Ne? Die geben mir dann Leder. Aus Leder kann ich eine Rüstung herstellen. Ganz einfache Lederrüstung. Ich muss sie natürlich nicht töten. Ich könnte sie zum Beispiel auch melken. Ja, es klappt nicht bei jeder Kuh. Das klappt ja bekanntlicherweise nur bei den Weibchen. Nur die haben einen Euter. Und da ist auch ein Schaf. Das gibt mir Wolle. Besagte Wolle, die wir zum Beispiel färben könnten. Ja, Milch geben Kühe. Sind Milchkühe. Also, weiter geht's hier. Da ist noch ein Huhn. Huhn, ja, was machen Hühner? Ah, die kann man nur leider immer zum Rupfen erschlagen. Die sind aber auch unheimlich nervig, die Hühner. Da ist nicht schade drum. Gibt genug davon und haben hier auch ein unheimlich schönes, naturgerechtes Leben. Ja, das ist hier keine so Zuchtfarm und Hühnerfarm. Das ist wirklich die freie Natur und kann man eben auch noch mit gutem Gewissen zur Jagd gehen. Und Hühnerfedern brauchen wir natürlich auch, um zum Beispiel Pfeile herzustellen. Irgendwann rennen wir hier mit Pfeil und Bogen durch die Gegend. Ne? Ist klar, dass am Ende von so einem Pfeil eine Feder gehört. Jetzt haben wir jetzt so ein bisschen das Problem, dass wir hier durch die Gegend rennen und alles ganz toll finden und ruckzuck hat man plötzlich die Orientierung verloren. Man weiß gar nicht mehr, wo man lang kann, wo man hin muss, wie man in Sicherheit kommt. Ne? Für den Fall immer zum Himmel gucken und dran denken. Die Sonne wandert immer von Osten nach Westen und die Wolken, die ziehen immer nach Norden. Also immer, ne? In Minecraft, nicht draußen in der richtigen Natur, da ziehen die ja auch schon mal von Norden nach Süden, ne? So, ein Schwein, das kann auch schwimmen. Am Anfang habe ich immer gedacht, das würde da ertrinken, weil das sich immer so umfärbt, aber das soll wohl nur die Nässe simulieren. Ich nehme mal das Kotelett noch mit. Wenn man auf längere Expeditionsreisen geht, sollte man auch immer daran denken, dass man wirklich genügend Nahrungsmittel noch bei hat. Also genügend, am besten gebratene Koteletts. Ja, ach, guck mal, die Sonne, die ist schon fast wieder
So ist der Tag schon fast wieder rum. Also guck dir das an. So, können wir mal zurück und in die Höhle und uns überlegen, was wir machen. Ein bisschen im Inventar herum. Ja, ich baue mir mal Stiefel. Kann ich mal zeigen, dass aus dem Leder werden jetzt Stiefel gebaut. Die kann ich. Ich habe hier für Rüstung, habe ich in meinem Inventar von dem Avatar hier mehrere Slots. Da unten, ganz unten kommen die Stiefel hin. Das ist doch klar. Wer setzt sich seine Stiefel auch auf den Kopf? Das macht doch kein Mensch. Ja, so. Das geht auch gar nicht. Ja, so. So, ja. Und während es nun hier draußen allmählich, aber sicher wieder dunkel wird und ich jetzt hier im Grunde nur noch sehr ziellos und orientierungslos in meiner Schutzhütte oder Schutzhöhle herumwandere, ohne zu wissen, was ich so tun soll, denke ich mal, ist es auch für den Anfang einfach genug. Ja, das war ein ganz netter Einstieg, glaube ich, jetzt mal so in Minecraft. Guckt einfach mal auf minenarbeit.de. Ja, ich verabschiede mich jetzt erstmal hier und wenn wir uns wiedersehen, dann werde ich in meiner eigenen richtigen Welt sein. Ja, und dort mal so nach alter Let's-Show-Manier so ein bisschen zeigen, was ich alles schon auf die Reihe gestellt habe. Also, mal bis.